Hey, herzlich willkommen zu einem Video. In diesem Video mache ich die Wüstenszene aus dem letzten Vlog. Die Wüstenszene sah so ein bisschen aus Blade Runner inspiriert, beziehungsweise aus dem Tutorial von Filmbrett über den Blade Runner Effekt. Wir machen jetzt quasi so ähnlich in Final Cut Pro nach. So, jetzt gehen wir natürlich raus und filmen ein bisschen. Wir packen natürlich als allererstes, wenn ich den auf der großen Fläche gefilmt hätte hier, wo irgendwo noch Gras unten als Boden ist und es halt nicht irgendwie so ein Zaun im Weg ist oder so. Ich habe gesagt, ich mache einfach hier eine Maske hin mit einem fetten Feather. Dann maskiere ich den hier aus, den Typen da, den Dreckstep. Aber das geht hier nicht, weil hier dann dieser Zaun im Weg ist. Ist der Boden auch Holz, sieht nicht ganz so nach Wüste aus. Machen wir das so, wir machen eine Maske drauf. Und zwar eine Zeichenmaske. Und fangen mal an, da eine schöne Maske reinzusetzen. Das ist doch schön. Die erste Maske ist geschafft. Die müssten wir natürlich noch animieren. Bevor wir aber dazu kommen, dann machen wir die Sättigung einfach mit raus. Keine Ahnung, 60%. Wir machen die ganze Farbe orange. Dann gehen wir zu den Generatoren hier. Da, okay, es ist weiß. Kann man die Farbe da ändern vielleicht? Ich kann die Farbe ändern. Ja, das ist so gut. Das packen wir hier drunter. Machen wir das da noch drunter? Wir machen das da drüber. Dann ein bisschen anpassen. So, das ist schön so. Machen jetzt hier mal ganz kurz die Filmmethode. Das sieht interessant aus irgendwie. Ist zwar nicht das, was ich möchte, aber das sieht auch interessant aus. Deckkraft ein bisschen tiefer stellen noch. Ich finde weißes Licht ganz nice. Gehen wir unten mal hin. Kopieren das Weiß, also das Orange. Fügen das nochmal ein, aber halt diesmal hier oben. Und stellen jetzt die Füllmethode. Dann machen wir hinzufügen. Deckkraft natürlich wieder ein bisschen tiefer stellen. Jetzt hinzufügen, nicht mehr so nice. Wir machen negativ multiplizieren. Das sieht ganz nice aus so. Du musst das Hintergrundbild gerade von Pixabay. Das hier. Lass mal Verlauf. Ich bin ein Dreckstep, Alter. Hab ich nicht gesehen. Wir fügen Verlauf hinzu. Und zwar von so einem Orange zu so einem etwas helleren. Das ist falsch, mal darauf. Negativ multiplizieren und dann wieder auf 43, sag ich mal. Irgendwie wird die Farbe anders, die komplett scheiße aus. So. Ich will mal die dunkle Farbe, also die Farbe, die unten ist. Wenn man diese Farbe, die wir eben schon benutzt haben, gefällt mir noch nicht ganz so. Ich mache noch ein bisschen mehr, weniger Sättigung drauf. Ein bisschen mehr Farbe dazu. Wir wollen es ja nicht wegschmeißen. Hier machen wir noch ein bisschen Sättigung drauf, dass wir das noch haben. Und ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen mehr Kontrast rein, weil das habe ich vergessen zu machen am Anfang. Ja, Belichtung. Machen dann hier das Dunkle, dunkler. Das Helle, heller. Vielleicht erstmal die Maske weitermachen. Keyframe hinsetzen. An die eine Stelle, an der wir die Maske ja schon gemacht haben. Was ich da sagen kann, nicht einfach jeden einzelnen Frame neu machen. So einfach mal so ein paar Frames nach vorne gehen, wo sich halt ein bisschen was bewegt. Dann da die Maske halt ändern und dann gucken, ob dazwischen noch irgendwas angepasst werden muss überhaupt. Oder, ne, so ist es ein bisschen schneller auch noch. Also nicht jeden einzelnen Frame direkt nacheinander macht. Es dauert viel zu lange, die Maske zu machen. So, ich muss das nächste Mal weniger Punkte machen, auf jeden Fall, wenn ich den nächsten Clip mache. Jetzt nehmen wir alles und packen das in einen einzelnen Clip zusammen. Jetzt kommen wir auf diesen zusammengefügten Clip noch Effekte drauf machen. Und zwar einmal ein bisschen Filmkörnung. Und natürlich auch noch den Handheld-Effekt. Machen wir mal Realistik draus. Und irgendwie habe ich ein bisschen Bock auf noch ein bisschen mehr Kontrast. Ein bisschen dunkler das Zeug. Ein bisschen heller das Zeug. Jetzt muss man ein bisschen Fog. Ist wieder aus dem Action Pack Light übrigens. Und jetzt importieren wir das. Ich habe immer so einen Fog. Nebel. Setz den hier oben drauf. Der ist mir zu langsam, so das kann man eigentlich noch nicht machen. Ne? Ein bisschen schneller machen, so. Ja, ein bisschen, ne? Kann nicht schaden. Ich würde sagen, wir machen das hier nur das bisschen tiefer. So, jetzt an da rein. Der ist hier noch ein tiefer. Und die Deckkraft nur ein ganz kleines bisschen. Da kann man jetzt wirklich viel von sehen. Und machen noch Musik drunter. Wenn du das erklären möchtest, wie ein Muzzle Flash macht, kannst du hier klicken. Wir haben noch mehr Final Cut Pro Tutorials von mir. Juhu. Oder du klickst halt runter. Tschüss. Machen wir jetzt. Glück.